Willkommen zurück zu Minecraft Bedrock Redstone Mechanics und ich habe euch wieder was mitgebracht, etwas recht kompaktes, etwas recht leichtes, und zwar haben wir hier eine vollautomatische Zuckerrohr- oder Bambusfarm und ihr seht, das funktioniert auch wieder mit einem Minecart wie die Farm in der vorletzten Woche und wie man es baut, zeige ich euch nach dem Intro. So, da haben wir das gute Stück. Hier ist es. Es ist recht schmal, nur 4 Blöcke breit. Ihr könnt es auch so lang machen, wie ihr wollt. Und ich empfehle euch einfach nicht länger als 15 Blöcke, weil Redstone halt so ein Maximum von 15, also von der Signalstärke 15 hat. Und diese Beobachter da drinnen, die geben ein Signal von 15 aus. Das heißt, dass das Redstone 15 Blöcke weit laufen kann, bis das dann komplett ausrennt, also gar kein Signal mehr weitergeben kann. Wodurch dann die Hälfte der Farm einmal gepowert wird und die andere Hälfte halt nicht. Aber es ist eigentlich komplett egal, ihr könnt das so lange machen, wie ihr wollt. Und auch so viele davon machen, wie ihr wollt. Und der Mechanismus an sich ist eigentlich ganz leicht. Wenn da das Zuckerrohr hochwächst, aktiviert es den Beobachter, der aktiviert hier das Redstone. Das Redstone aktiviert den Kolben und die schieben dann, die machen dann das Zuckerrohr kaputt. Das Zuckerrohr fällt auf den Boden und dann wird es hier von der Trichterlore eingesammelt. Und da ist auch schon ein bisschen was zusammengekommen. Ich glaube, ich habe das so eine halbe Stunde laufen lassen. Und ja, das ist recht einfach gehalten. Und dann schauen wir uns mal an, was wir dafür brauchen. Also erstmal, ich mache es erstmal pro Modul. Also es gibt halt einzelne Module. Hier so ein Streifen ist ein Modul. Und dafür braucht man halt ein Redstone, ein Beobachter, ein Kolben, eine Schiene, ein Zuckerrohr oder ein Bambus und ein Wassereimer. Das braucht ihr halt auch nur, wenn ihr Zuckerrohr anbaut und nicht, wenn ihr Bambus anbaut. Dann braucht ihr auch noch 9 Baublöcke. 3x Glas nutze ich für die Dekoration, damit man auch reingucken kann. Und natürlich ein Grasblock oder Erdblock, was auch immer ihr nehmen möchtet. Ansonsten brauchen wir auf jeden Fall noch ein Redstone, eine Redstone-Fackel, ein Vergleicher, ein Redstone-Block, ein Trichter, eine Trichterlore, 2 Antriebsschienen, eine Truhe, 33 Baublöcke und 12 Glasblöcke. So, ihr seht, ich habe das wieder ein Stück nach oben gepackt, damit man das, also damit ich das hier nicht in den Boden reinbauen muss. Ihr könnt das natürlich in den Boden reinbauen, sodass das hier euer Boden ist. Müsstet ihr halt 3 Blöcke in die Tiefe ein Loch machen und das dann da reinbauen. So, ich würde sagen, wir fangen mit der Schienenstrecke an, weil die halt unten liegt. Und dazu müsste ich mal kurz das da nehmen, das und das, das, das. Ja, das vermischt sich jetzt ein bisschen, ist aber nicht schlimm. Ihr habt die ganzen Sachen ja hoffentlich parat. So, dann setzen wir gleich mal hier einen Redstone-Block hin. Und ich habe natürlich die Baublöcke vergessen. Brauchen wir natürlich auch noch. Und schräg daneben einen soliden Block, damit das, damit die Trichterlore da runterfahren kann. Dann braucht ihr eine ganze Menge Blöcke. Macht ihr so lang, wie ihr wollt. Das ist im Grunde egal. Ich mache jetzt hier Schluss. Dann setze ich eine Kiste hin. Also beim unter der letzten Farm macht ihr dann die Kiste hin. Oder ihr könnt es auch an euer Item-Sortiergerät anschließen. Dann setzt ihr natürlich eine Kiste hin, Trichter dran und eine Antriebsschiene oben drauf. Dann kommt ein Redstone-Vergleicher, ein Block. Dann kommt an diesem Block eine Redstone-Fackel, Block oben drauf, Block daneben, Redstone drauf. Und noch einmal mit Schleichen ein Block auf den Vergleicher.
Dann seht ihr, die ist gepowert. Wenn jetzt eine Trichterlore draufkommt mit Items drin, dann wird das gesperrt. So, jetzt braucht ihr die Schienen. Da nehme ich einfach mal 12 Stück sind es, glaube ich. Und dann haben wir unten das System schon. Jetzt können wir es schon mal hin und her fahren lassen. Funktioniert. Dann können wir die ganzen Sachen hier auch schon wieder wegmachen. Die brauchen wir nämlich nicht mehr. Stattdessen machen wir das hier alles. So. Das Glas können wir auch nochmal da lassen. Und das Gras brauchen wir auch noch. So, ihr seht, ich habe das hier alles in Glas reingemacht. Ihr müsst das natürlich nicht machen. Ich mache es einfach, weil es für mich schöner aussieht. So, hier am Ende vom Block machen wir einen oben drauf, zwei zur Seite nach rechts und einen nach links. Und das zieht ihr dann am besten so lang, wie ihr wollt. Ich ziehe es halt jetzt einfach bis hier drüber. Und dann macht ihr einfach so eine Art Rahmen, so einen Uhrrahmen und packt dann da überall Gras rein. So, jetzt brauchen wir für Zuckerrohr halt Wasser und das Wasser müssten wir hierhin platzieren. Deshalb müssen wir so einen kleinen Käfig bauen, so. Und das ziehen wir auch dann die ganze Zeit hier lang, bis wir hinten ankommen. Und da sind wir auch schon am Ende angelangt. So, jetzt kann auch kein Wasser mehr rauskommen. Und jetzt platzieren wir hier einfach Wasser. Und dann ist das Wasser auch schon still und das sieht dann ganz schön aus, auch wenn er das später nicht sieht. Das sieht ganz schön aus. So, dann bauen wir erstmal den großen Kasten außenrum. Dafür müssen wir hier drei Blöcke draufsetzen. Und hier auch. Nicht da, sondern da. 1, 2, 3. So. Hier kommt dann Glas rein. 6 Stück. Kommt dann auch nochmal Glas rein, nochmal 6 Stück. Dann kommt hier auch nochmal Glas hin. Ihr müsst natürlich kein Glas nehmen. Ihr könnt auch anderes Glas nehmen. Ihr könnt auch einfach das mit Blöcken zubauen. Das ist ganz euch überlassen. So, dann haben wir das schon. Auf dieser Seite machen wir natürlich kein Glas. Da kommt nämlich das Redstone hin. So, hier direkt über dem Wasser machen wir noch eine Reihe an Blöcken, damit das Zuckerrohr, das später abgeerntet wird, nicht da drinnen landet. Darauf packen wir jetzt eine Reihe von Kolben. So und so. Und darüber nochmal eine Reihe Beobachter. So, dann haben wir es auch schon fast fertig. Oh, da fehlt noch einer. So, dann kommen hinter die Kolben nochmal eine Reihe Blöcke. Und auf die Blöcke natürlich Redstone. So, jetzt können wir das natürlich nochmal alles abdecken, weil das Zuckerrohr, wenn das hier hochwächst, dann kann es mal passieren, dass es hier oben auf dem Glas landet. Deshalb mache ich einfach noch ein Dach drüber. So, ich lasse hier erstmal noch eine Lücke. Wir müssen nämlich noch das ganze Zuckerrohr pflanzen. Und dazu sollten wir nicht unbedingt alles auf einen Haufen machen, sondern schön verteilen. So, so, so und so. Jetzt können wir rausgehen, das Ganze zumachen und die Trichterlore hier nehmen. Und einfach hier auf die Schiene drauf. Dann fängt sie an, Sachen einzusammeln.
Da ist sie auch kurz stehen geblieben und hat auch schon zweimal Zuckerrohr eingesammelt. Sehr schön. Und das dauert jetzt natürlich eine Weile, bis die ein bisschen hochwachsen. Deshalb werde ich kurz die Tickgeschwindigkeit hochsetzen. Machen wir mal 10. Dann ist alles 10-mal so schnell. Und dann müssen wir, glaube ich, noch ein bisschen warten. Vielleicht sollten wir sie mal kurz, ganz kurz auf 100 setzen, um zu gucken, ob es wirklich funktioniert. So, 100. Komm schon. Das war die Farm dahinter. Die funktioniert auf jeden Fall. Warum wachsen sie nicht? Hallo. Ihr sollt wachsen. Ah, jetzt fangen sie an zu wachsen. Gut. Da ist eben ein Zuckerrohr gewachsen. Jetzt wachsen sie. Sehr schön. Und das war wieder die andere Farm. Komm schon. Sie kommen alle bis auf die zweite Stufe und wachsen dann nicht weiter. Moment. Ah. Eins von denen muss... Ja, da haben wir es. Jetzt sammelt gleich das Minecart alles ein. Und dann kriegen wir schön was zusammen. Sehr schön, also die Farm funktioniert auf jeden Fall. Wahrscheinlich muss man das noch ein bisschen einmal updaten. Also wenn ihr hier einmal so einen Block aufmacht und zumacht, dann funktioniert es auf jeden Fall. Also Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss.